Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, die Demonstration am letzten Donnerstag war eine gewaltige Demonstration. Und sie macht auch sehr deutlich, dass die Beschäftigten im Sozialbereich sich Sorgen machen über die Finanzierung. Sie macht aber auch deutlich, und ich finde, darauf kann die Politik in Nordrhein-Westfalen über viele Landesregierungen stolz sein, dass wir in Nordrhein-Westfalen starke Wohlfahrtsverbände haben und dass wir eine lange Tradition in Nordrhein-Westfalen haben, zwischen einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Land und Wohlfahrtsverbänden. Und gehen Sie mal davon aus, dass das auch in Zukunft so bleiben wird. Der zweite Punkt ist, dass wir Probleme haben. Wir leben in einer Zeit, wo wir große Krisen bewältigt haben. Die Pandemie, dann die Inflation im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine und die Veränderungen, die das dann in der Energiepolitik bedeutet hat und die damit verbundene Inflation, jetzt die großen Probleme in Israel. Und das hat natürlich dazu geführt, und das wissen Sie alle, dass die Reserven beim Staat aufgebraucht sind, schlicht und ergreifend aufgebraucht sind. Und dass wir deswegen gemeinsam zurzeit in einer äußerst schwierigen Finanzsituation stehen, um insbesondere auch die sehr starken, aber auch richtigen Lohnerhöhungen, die ja im Zusammenhang mit der Inflation stehen, in allen gesellschaftlichen Bereichen zu finanzieren. Dann wissen Sie auch, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Ich rede ja neuerdings auch nicht nur vom Fachkräfte, sondern Arbeitskräftemangel. Das ist ja nun so, dass, wenn Sie in ein Land leben, wo in der nächsten Dekade 7 Millionen Menschen mehr in Rente gehen, die aus unseren Schulen kommen, dann ist die Behebung dieses Problems kein parteipolitisches. Ich kann Ihnen nur sagen, was wir alles tun, um dieses Problem möglichst beherrschbar zu halten. Es gibt keinen Bereich, ob Erziehung, ob Pflege, ob Lehrerausbildung, wo Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren nicht in einem starken Umfang die Ausbildung erhöht hat. Wir haben in vielen Bereichen ganz andere Personalmixe eingeführt, um mit den Problemen fertig zu werden. Personalmixe zwischen hochqualifizierten Menschen und auch anders qualifizierten Menschen. Wenn wir mal ehrlich sind, die hätten die meisten sich von uns in den Fachzähnen vor 10 Jahren noch gar nicht vorstellen können. Und wir sehen, dass auch mit anderen Personalmixen eine gute Qualität zu machen ist. Und deswegen hat man immer auch in einer solchen Situation unterschiedliche Möglichkeiten. Und ich glaube, dass das jetzt auch in der jetzigen Koalition, Herr Raschel, Sie haben ja völlig recht, auch die CDU-FDP-Regierung war eine gute Regierung, ohne Frage. Kann ja auch gar nicht anders sein, wenn wir dabei sind. Aber es ist ja so, dass wir deswegen auch in den jetzigen Koalitionsvertrag als eine Antwort auf die jetzige Zeit im Bereich des Arbeitsministeriums einen absoluten Schwerpunkt auf die Frage der Fachkräftesicherung in allen Segmenten setzen, die sich überhaupt vorstellen können. Ich will das hier im Einzelnen nicht ausführen, aber damit werden wir auch einen Beitrag leisten, auch mit Menschen, die heute noch nicht am Arbeitsmarkt beteiligt sind, um mit dieser Fachkräfteproblematik umzugehen. Aber wenn man, lieber Herr Ort, so redet wie Sie, dann muss doch eine Sache erlaubt sein. Wenn man im Glashaus sitzt, dann sollte man nicht so stark mit Steine schmeißen. Denn die Wahrheit ist ja, dass die Wohlfahrtsverbände auch festgestellt haben, dass der Sozialminister in Berlin in dem Bereich der Wohlfahrtsverbände Kürzungen von 25% vornimmt. Wissen Sie, wenn ich einen Parteifreund in Berlin hätte, der sowas macht, dann hätte ich heute in Ihrer Stelle etwas anders geredet. Und wenn Sie sich
Wenn Sie sich dann einmal die Stellungnahme der Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege zum Haushalt 2024 ansehen, dann werden Sie feststellen, dass dort keine Kritik an gravierenden Kürzungen geäußert wird. Denn solche Kürzungen gibt es schlicht und ergreifend im Landeshaushalt nicht. Kritisiert werden neben den geringen Anpassungen einzelner Haushaltsstellen und dem meist lange angekündigten Auslaufen bestimmter Projekte nicht die Kürzungen der Mittel, sondern das Ausbleiben der Erhöhungen, wofür wir in vielen Ressorts schlicht und ergreifend zurzeit nicht die finanziellen Ressourcen haben, wenn wir gleichzeitig unseren Verfassungsauftrag, einen schuldenfreien Haushalt vorzulegen, einhalten wollen. Das ist einfach die Wahrheit. Und trotzdem sage ich als jemand, der sich in den letzten Jahren sehr dafür eingesetzt hat, dass im sozialen Bereich Tarifsteigerungen refinanziert werden müssen, und wir haben das ja auch in vielen Sozialgesetzbüchern so geregelt wie etwa für die Pflege, dann ist natürlich klar, dass diese Landesregierung, auch das Sozialministerium, mit aller Kraft daran arbeitet, dass wir dieses auch für andere Bereiche erreichen können. Aber die Antworten sind nicht einfach. Und ich will Ihnen ganz offen meine ganz klare Meinung sagen. Es wird auch am Ende des Tages nicht funktionieren können, wenn wir die Tarifverträge fürs Land haben, dass etwa die Lehrergehälter tariflich erhöht werden und die Leute, die in den OGSen leben, nicht. Nur weil es unterschiedliche Träger sind. Es wird am Ende nicht funktionieren können. Und deswegen arbeiten wir mit Hochdruck daran, dass wir diese Probleme auch gelöst bekommen. Und wir werden sie auch, glaube ich, verantwortungsbewusst lösen, sodass unsere Gesellschaft zusammenbleibt. Aber ich will auch sagen, wir haben 150 Millionen zur Unterstützung der sozialen Infrastruktur zur Verfügung gestellt über die Kommunen. Sie haben immer gesagt, das funktioniert nicht. Die Kommunen haben das Geld ausgegeben. Wir haben allein in den letzten Monaten weit über 100 Millionen in soziale Projekte gegeben, wo die Kommunen es für notwendig hielten. Das ist ein starker Sozialstaat und kein schwacher Sozialstaat. Ich sorge dafür, dass zum ersten Mal die Tafeln in Nordrhein-Westfalen Geld bekommen, damit sie ihre zurzeit leider unverzichtbare Arbeit fortsetzen können. Wir setzen über 9 Millionen für die Bekämpfung der Obdachlosigkeit ein. Also nehmen Sie auch mal zur Kenntnis, Nordrhein-Westfalen ist ein starker Sozialstaat. Nordrhein-Westfalen wird ein starker Sozialstaat bleiben. Und Sie können ganz sicher sein, dass diese Regierung ein Garant dafür ist, dass es auch in Zukunft vernünftig im Sozialstaat zugehen wird. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.